Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu Transport Fever. Wie ihr seht, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wir müssen jetzt ein paar Ressourcen hin und her transportieren. Also ich würde sagen, das Holz zu der Bretterfabrik, das machen wir auf jeden Fall. Kurz die Musik aus. Das Holz machen wir auf jeden Fall per LKW. Also, dass wir hier jetzt erstmal eine Verladestation bauen. Und das dann per LKW transportieren, beziehungsweise was uns zu dieser Zeit zur Verfügung steht. So, Cargo. Haben wir hier eine LKW-Station. Die bauen wir hier gleich mal dicht dran. So. Haben wir erstmal die LKW-Station. Dann baue ich jetzt hier gleich noch ein Depot. Straßenfahrzeug. Ja, Straßenfahrzeug, genau. Busse und LKWs. Bauen wir hier gleich mal an. Denn hier schon mal ein paar LKWs bauen können. So, das machen wir gleich. So, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück zu der Bretterstation. Dann bauen wir da auch eine LKW-Station hin. So. Und dann bauen wir entweder Straßen oder aber wir transportieren das dann per Güterzug. Müssen wir dann mal gucken. So, jetzt haben wir hier die LKW-Station, genau. Die fährt quasi, also die Bretter werden dann quasi transportiert. So, machen wir eine neue Linie. Haltestelle, einmal von hier. Ach, hier war so kurze Strecken, da brauchen wir jetzt keinen Güterzug. So, bauen wir jetzt erstmal noch ein Auto. Beziehungsweise eine Pferdekutsche. Mal gucken, was wir da haben. Okay. So, Straßenfahrzeug. Güter. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Also, wir können hiermit transportieren Bretter und auch Baumstämme oder Baumstämme. Ach doch, das ist beides das gleiche. Der kann Gewicht 1 Tonne. Der kann 1,5. Ich glaube, ich nehme erstmal, glaube ich, den normalen, weil der kann jetzt hier nur 1 Tonne. Kapazität 5. Ah, ne, dann nehmen wir den American Horse Card. Okay. So, kaufen. Linie zuweisen. Linie 4 ist das jetzt. So, dass der erstmal die Bretter, also die Baumstämme oder Brettermanufaktur bzw. zum Sägewerk bringt. So, und jetzt müssen wir gucken wegen dem Eisenerz. Das Eisenerz muss ja in die Westinghouse Stahlmühle. Die ist jetzt ein ganz schönes Ende weit weg. Also entweder bauen wir hier ein Zug oder eine Straße. Müssen wir mal gucken, was da besser wäre. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Straße an. So quasi diese Straße jetzt hier weiter verbinden. Haben wir jetzt mal hier eine zweispurige Straße. Und oha, 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 das ist ja richtig teuer. Mal, das ist ein bisschen zu teuer, nehmen wir eine kleine Straße. Naja, viel günstiger ist die jetzt auch nicht. Aber wir können hier auch mittlere Landstraße nehmen. Ich glaube, das reicht erstmal. Boah, die ist ja genauso teuer. Oha, oha, oha. Das ist eine einfache Landstraße. Machen wir erstmal eine einfache Landstraße. Boah, das ist ja vom Preis her fast noch teurer als ein Güterzug. Ich glaube, wir hätten mal doch lieber mit einem Güterzug anfangen sollen. Mal ein bisschen kürzer bauen hier. Wie gesagt, kürzer bauen spart immer. Geht's, glaube ich, weil es jetzt bergab geht. Jetzt hier mal die Höhen. Ah ja, hier geht's ein bisschen bergab. So, jetzt müssen wir gleich eine Brücke bauen. Und dann sind wir schon mal bei der Stahlfabrik. Jetzt könnte man hier mal gucken, dass der Wasserweg, den wir eventuell vielleicht später noch brauchen. Eine kleine Brücke, Holzbrücke, Steinbrücke, Stahlbrücke. Kann man das jetzt? Nee, also wollte eigentlich jetzt mal gucken, ob man das jetzt erhöhen kann. Nehmen wir erstmal eine normale Brücke hier.
So, mit dem, genau, mit dem kann man das hier einstellen. Wäre erstmal eine Holzbrücke. So, und jetzt wollte ich mal gucken, ob man da jetzt das Höhenverstellen kann. Brücke kann ich jetzt nicht direkt anklicken. Vielleicht kann man jetzt mit dem Tool, kann man das jetzt hier vergrößern? Nee. Ja, wie kann man die Brücke erhöhen? Das wollte ich eigentlich auch nochmal wissen. Aber dazu, das muss ich mir dann nochmal extra angucken. Was ist das hier? Gleisobjekte. Gelände. Ne, so kann man das auf jeden Fall nicht erhöhen. Gut, müssen wir nochmal gucken denn, wie man das direkt macht. Das hier. Straßenmodifizierungstool. Okay. Straßenmodifizierungstool. Hier. Straße. Und die verschiedenen Straßen aufrüsten. Kann man das hiermit jetzt vielleicht erhöhen? Ne, kann man nicht. Muss man dann nochmal gucken, wie man das direkt macht. So, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal weiter unsere Straße. Dass die jetzt hier quasi hier anschließt. Ich habe jetzt hier 1000 Sachen irgendwie auf. Eben so. Straße, einfache Straße. Nur mal ein bisschen rumbauen hier. So, und jetzt bauen wir hier wieder eine Verladestation. So, Verladestation. Gucken wir mal. Machen wir die Musik wieder an, aber die ist ganz schön laut heute irgendwie. Mal mein Lieblingslied wieder anmachen. So. Verladestation. Bauen wir eigentlich gleich mal auf die andere Seite hier. So, jetzt brauchen wir noch eine Verladestation an der Eisenmine. So, das Depot. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch ein Depot bauen. Ich guck mal, wie teuer wäre das. Naja gut, wäre jetzt auch nicht so teuer. Ja gut, dann bauen wir hier auch noch ein Depot hin. 11.000 ist auch in Ordnung. So, und jetzt machen wir wieder mit dem Linienmanager. Neue Linie. 1 und 2. So. Straßenfahrzeug, Güter. Haben wir wieder den besseren mit zwei Pferden. Ein bisschen mehr transportieren. Gleich mal in Blau. So. Linie zuweisen, Blau. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich glaube, das andere Fahrzeug. Mal kurz bei der Linie. Andere Fahrzeug, das können wir gleich mal hellblau machen. Kies, genau. So, und jetzt brauchen wir noch Pole. Wir müssen erstmal gucken, die Bretter müssen zur Stahlfabrik. Hier wird Stahl hergestellt, aber erstmal kümmern wir uns um die Kohle. So. Wo ist das Kohlewerk da hinten? Oha, es ist ja ganz schön weit weg. Das ist mitten in der Stadt, aber da haben wir doch mehrere, oder? Ach, die brauchen. Ne, ne, hier. Hier ist die Kohlefabrik. Hier haben wir die Kohlefabrik, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen die Kohle dahin bringen. Das würden wir auch wieder, glaube ich, mit LKW machen. Ist, glaube ich, am besten. So, machen wir das mal weg. Brauchen wir noch eine Verladestation? LKW. So, machen wir mal andersrum. So, jetzt müssen wir gucken, welche Straßen nutzen wir da am besten. Könnten jetzt, damit er nicht komplett durch die ganze Stadt muss, wäre vielleicht hier so ein Weg nicht schlecht oder hier einfach so rüber. So, das gucken wir uns mal an. So, dass es nicht so teuer wird.
So. Bauen wir. Ja, hier ist ja schon eine Verladestation. Dann machen wir jetzt einfach eine Linie. Eine neue. Von hier. Lila diesmal. Oha. Bis hier. Bauen wir hier auch nochmal ein Depot. Und das gleich funktioniert. So. So. Jetzt kaufen wir hier noch ein Straßenfahrzeug. Güter für Kohle, genau. Lila. Kaufen. So, zuweisen. Genau. So. Jetzt haben wir quasi die Kohle schon. Jetzt müssen nur noch die Bretter. Die Bretter müssen jetzt hier hin. Gucken, dahin. Die Straßen können wir alle nutzen. Bauen wir hier eine Verladestation hin. So, machen wir einfach hier vorne hin. Dann gucken wir einfach mal zu, ob das alles fruchtet. So, Linienmanager, Straßenfahrzeug haben wir da oben ja schon. Neue Linie, rot. Zack. Und zu der Bretterfabrik. So. Müssten wir noch ein zweites Auto kaufen? Können wir eigentlich auch hier kaufen? Das mal wegmachen hier. So. Nehmen wir wieder das American Horse Card. In Farbe Rot. Müssen wir mal gucken, vielleicht rüste ich das auch noch mal ein bisschen auf, dass wir noch ein paar mehr Fahrzeuge damit reinmachen. So, Linie Rot. Ich mache jetzt erstmal alles mit einem Fahrzeug. Weil so viel Geld haben wir auch nicht. Ja, das war es eigentlich. Jetzt haben wir hier unsere ganzen Linien, die hier alle hin und her fahren. Obwohl, jetzt Linie Rot. Ist das jetzt richtig? Der soll jetzt. Ja, ist das jetzt richtig? Ja, doch, sieht richtig aus. Das Rote geht hier lang, ne? Man sieht die Linie jetzt so schlecht. Monroeville Süd, Pittsburgh Eastern Süd, genau. Und dann brauchen wir ja nochmal ein. Mal, was stellen die hierher? Mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Stellen die denn hierher? Ach, Maschinen. Stimmt. Stellen Maschinen her. So. Sorge dafür, dass die Produktionsstelle und die ersten Maschinen an den Mann bringt. Maschinen herzustellen benötigt die Fabrik von Westinghouse Stahl und Bretter. Stahl. Abnehmer für Maschinen sind die Industriegebiete in den Städten. Nutze das Overlay. So, jetzt müsste ich mal gucken, wo diese Maschinen denn hin sollen. Mal gucken, mal Industrie. Industrie und wo? Industriegebieten in der Stadt. Genau, Monroeville. So, hier sollen quasi die Maschinen hin, ne? Güterbedarf, Maschinen, Maschinen, Maschinen. Die wollen alle Maschinen haben. So, dann machen wir das so, dass wir die LKW-Station hier direkt ranbauen. Genau, die Maschinen müssen ja auch irgendwo hin. Na, ich hoffe mal, dass ich damit genügend erreiche. Bau die erstmal hier hin. Ich weiß gar nicht, wie man das denn noch weiter in die Stadt bringen kann. Weil Haltestellen, warte mal, ich kann mal hier ein großes kaufen. Ist das, kriegt das hier mehr? Naja, das ist einfach nur vier große Laderampen. Ne, da reicht auch eine normale. Müssen wir mal gucken, ob das denn reicht. Weil die Industrie ist hier recht groß. Bauen wir hier erstmal eine hin. Ah, dann können wir eigentlich noch eine bauen. Genau, hier ist gut. Kriegen wir auch schön viel Industrie. So, dann machen wir jetzt wieder die Linie. Bauen wir hier auch noch ein Depot am besten hin. So, Monteville Süd.
hierhin und hierhin. So, Depots haben wir hier keine, dann bauen wir hier auch noch ein Depot. Kostet zum Glück nicht so viel. So. Ah, das brauchen wir. Na gut, ich lass schon mal fahren. Ich lass schon mal fahren. Auch wenn wir das erst später brauchen. Orange. So, jetzt sollte das erstmal funktionieren. Machen wir mal alles weg. Okay, den Ertrag, den könnten wir eigentlich erstmal lassen. So, ich mach mal jetzt auf Go. Das wird jetzt gleich alles gut Geld kosten. Maschinen produzieren 10 Stück. Gucken wir mal, wie das jetzt hier sich alles verhält. Hier haben wir jetzt die Industrien, Produktion. Ich hoffe jetzt mal, dass die Linienbenutzung gleich überall angeht. Das dauert ja immer einen kleinen Moment. Und hier haben wir die Sägefabrik. Auch erstmal sehr wichtig. Mal ein bisschen vorspuren. Nochmal die Medaillen an. Erzeuge alle Bezirke bis zum Jahr 1890 von der Wechselstromtechnik. Oha. So, Linienbenutzung ist ja. Dann würde ich sagen, lassen wir den mal nochmal umdrehen. Ich soll hier nicht sinnlos fahren. Jetzt erstmal fahren. So, da ist auch Linienbenutzung, der hat schon produziert. Der hat natürlich hier noch nichts, weil der erstmal von oben kriegen muss. Wir können ihn aber erstmal anhalten. Dann nachher auch mal wenden. Wir brauchen jetzt ja hier nicht sinnlos die Leute fahren, also müssen wir erstmal uns um die Kohle noch kümmern. So, der ist hier glaube ich auch schon unterwegs. Was ist er denn hier? Kohletransporteur. Den gerade noch nicht. Okay, jetzt hier schon, der hat schon produziert. Wo ist denn jetzt das Auto von der Linie? Wo bist du? Wo fährt er denn rum? Weil du kannst gleich wieder umdrehen. Wieder zurückfahren zur Kohlefabrik. Und die anderen können wir erstmal fahren lassen, weil die jetzt muss erstmal produziert werden. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht so doll ins Minus kommen. Also der produziert auf jeden Fall schon mal ordentlich. Die Kohle müsste jetzt hier auch schon stehen. Ah ja, hier steht sie. Ja, das ist auf jeden Fall genügend Kohle. Das ist natürlich auch ein weiter Weg, ne? Könnte jetzt, er hätte es auch mit dem Güterbahnhof machen können, aber... Oh, das ist lila. Gott, ist jetzt hier schon Holz transportiert worden? Der hat 5 von 5 Holzstämmen. Na, der soll ja eigentlich das Holz dann transportieren. Ne? Ah ne, der hat Eisenerz schon. Ah, okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Das war der blaue, genau. Dann wird hier gleich jetzt das Holz
produziert, die Bretter. Gucken mal, ob die Linie denn auch schön ertragreich ist. Personenzug ist auf jeden Fall sehr ertragreich, 205.000. So, startet die Produktion. Jetzt sind hier schon die ersten Bretter. So, Linie rot. Wo stehst du? So, du fährst jetzt los. Schon die ersten Bretter. Und der jetzt gleich mit. Eisenerz haben wir auch schon. Sieht man auch schön, wie die Bretter hier liegen. Also die Baumstämme und die Bretter. So, das haben wir auch schon mal. Wie sieht es mit der Kohle aus? Der hat schon Kohle an Bord? Der hat schon Kohle an Bord, das finde ich ja super. Dann wird hier in der Stahlfabrik das erste Eisenerz schon da. Eisenerz sollte eigentlich schon, glaube ich, da sein. Oder kommt das jetzt hier? Ne, Eisenerz kommt hier gerade. Erste Mission hatten wir auch, oder die zweite zweiten Abschnitt haben wir auch durch. So, jetzt kommt das erste Eisenerz, dann kommt hier hinten gleich die erste Kohle. Ist er? Eisenerz ist da. Kohle sollte jetzt hier, ja, da kommt er. Wenn wir nachher ein bisschen mehr Geld haben, dann können wir auch ein paar mehr Autos hier. Mehr Pferdekutschen losschicken. So, jetzt kommt gleich die Kohle. Linie 8. Ah, die könnten wir eigentlich erstmal ins Depot schicken, oder? Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Dann bräuchten wir noch eine. Linie rot. Wer bringt denn jetzt das Stahl der Fabrik? Haben wir gar keinen. Der bringt ja jetzt Bretter. Brauchen ja noch einen, der Stahl bringt. Stimmt. Den müssen wir auch nochmal machen. Stahl wird jetzt nämlich gleich hergestellt. Brauchen wir hier noch ein Straßenfahrzeug? Kaufen. 8. So. Von hier. Nach da. Linie grau. Ja, das ist die Farbe. Also hellbraun. Da kommt jetzt hier gleich raus. Den lassen wir erstmal kurz stehen. So, und nicht, dass er jetzt hier die Straße blockiert, ne, ist auch blöd. So, die Kohle ist gleich da. Wenn der jetzt gleich Stahl holen sollte, ich weiß nicht, ob Bretter schon da sind. Und hier kommt jetzt Kohle. Da kommen die Bretter. Da werden nämlich schon die ersten Maschinen hergestellt.
So, die Kohle ist jetzt da. So. So, jetzt wird hier Stahl produziert. Genau, dann können wir den jetzt fahren lassen. Hier die Linie Orange bleibt erstmal im Depot. Weil Maschinen werden jetzt erstmal noch nicht hergestellt. So, Stahl ist hergestellt. Das ist schon mal schön. So, hier kommen jetzt, glaube ich, die Bretter. Ja, da müssten wir auf jeden Fall ein paar mehr Fahrzeuge noch einstellen. Das ist schon eine Menge Produktion. Wir nutzen jetzt quasi die komplette Industrie. Wird jetzt quasi hier genutzt. Die es hier auf der ganzen Karte gibt. So, dann spuren wir mal ein bisschen schneller vor. Ich würde sagen, bei den Brettern, der ist bestimmt auch schon gut voll hier. Der hat bestimmt schon gut transportiert. Baumstämme liegen da. Guck mal, wie viele Bretter liegen hier. Ja, da können wir auf jeden Fall noch einen bauen. Machen wir noch eine neue Linie. Oder nee, können wir ja zu der anderen Linie dazu machen. Für die Bretter. So, welche Linie war das jetzt mit den Brettern? Mal schauen. Das ist die Linie Rot, ne? Genau. Linie Rot. So. So, damit hier noch mehr Bretter transportiert werden. Weiß nicht, wie sieht es mit dem Eisenerz hier aus? Eine Maschine haben wir schon hergestellt. So, Eisenerz im Lager nischt. Obwohl, hier steht doch noch ein bisschen Eisenerz, aber... Na, Eisenerz könnten wir eigentlich auch noch ein Auto machen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber welche Linie ist das hier? Blau. So, jetzt gibt's Eisenerz. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr machen. Jetzt dauert das alles viel zu lange. So, sind denn jetzt schon Maschinen hergestellt? Produktion 4. Stahl haben wir, aber Bretter nur sehr wenig. Dann können wir eigentlich die ersten Maschinen... Haben wir Linie Orange. Linie Orange aktivieren. Und die in die Stadt bringen. Ich weiß nicht, ob wir Kohle am besten noch ein Fahrzeug dazu holen. Weil Kohle ist hier, glaube ich, auch schon eine Menge. Brauchen wir noch für Kohle noch eins. Geld haben wir jetzt erstmal genug. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Linie. Linie lila. Lila. Dann können wir die Pferdekutsche hier. Gleich zu lila. So, es sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. Wir sind jetzt bei den Brettern unterwegs. Linie Rot sind 2. Und bei den Holz... Türkis ist nur eine. Holz ist hier erstmal genug, wa? Naja, ist eigentlich genug da. Obwohl hier im Lager schon wieder nichts. Ah, dann bauen wir auch noch einen. Bauen wir auch noch einen. So.
Ja, dann läuft das ja erstmal. Hier haben wir jetzt schon hergestellt. Haben wir die Mission gleich abgeschlossen. Hier die Maschinen hergestellt werden. So, die ersten Maschinen sind auch schon wieder zur Abholung bereit. Wie viele Maschinen da jetzt sind. Oh, zwei. Da brauchen wir erstmal keinen. Ja, Stahl fehlt halt auch noch. Ich glaube, der bringt jetzt Stahl. Ja, der hat Stahl gebracht. Ich glaube, die kleine Strecke, da reicht der eine Wagen hier mit Stahl. So. Was ist der? Der fährt hier? Braun, genau, Linie braun. Linie orange. Alle anderen machen schon gut Geld. Die Linie hier macht irgendwie gar nichts. Ja, ich denke mal, ist eigentlich eine ganz gute Lösung gewesen, das jetzt halt mit den Pferdekutschen zu machen. Zwei neue Fahrzeuge verfügbar. Rottenack. Aber gut, mit dem Wasser kann man höchstens halt von den Hauptstädten dann hier in was liefern. Nur die Frage, ob das jetzt schon Sinn macht. Aber ansonsten läuft ja erstmal alles. Haben wir unsere Mission gleich erfüllt. Haben wir erstmal die Industrie zum Laufen gebracht. Ich guck mal, ob wir jetzt hier Güterbedarf. Brauchen die hier noch Baumaterial und Treibstoff, okay. Treibstoff muss man ja mal gucken, wo man das macht. Ob man das hier schon macht. Weiß nicht, wie liegt jetzt hier noch? Jetzt hier noch irgendwo. Produktion. Das dauert auch mal eine Weile. Ja, dafür ist halt einfach zu wenig Stahl und zu wenig Bretter gerade im Umlauf. So. Aber wir scheinen auf jeden Fall Plus zu machen. Hier noch Stahl rum? Nee, ne? Na, hier fehlt Eisenerz. Ich glaube, Eisenerz können wir eigentlich noch erhöhen. Müssen wir noch mehr Eisenerz transportieren, weil das dauert halt einfach ewig hier. So, alle überlastet hier. Dann machen wir noch eine Linie blau hinzu. Nee, was hat er jetzt gemacht? Doch, das Richtige ist richtig. Oder? Nee, jetzt hat er hier den kleinen gebaut. Na, egal, lassen wir den jetzt erstmal. So, Eisenerz, Bretter sind hier, denke ich mal, noch genug. Die Produktion ist erfreulich angelaufen. Doch zwischen George Westinghouse und seinem Kontrahenten Thomas Edison tobt ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft im Geschäft mit der elektrischen Energie. Während unser Freund alles daran setzt, die Erforschung des Wechselstroms voranzutreiben, favorisiert Herr Edison den Gleichstrom. Und der bescheidene Geist des Bürgers fürchtet die Elektrizität so oder so wie den leibhaftigen Satan selbst. Sorgen wir dafür, dass unser Freund George Westinghouse im Kampf gegen seinen Kontrahenten einen glorreichen Sieg davonträgt. Überzeugen wir die Leute vom richtigen System. Denn wer in diesem Stromkrieg das Rennen macht, der beherrscht den ganzen Markt.
So, ihr seht jetzt gerade hier, die Tesla Laboratories sind jetzt hinzugekommen. Die brauchen nur Kohle. Die sind hier hinten. Ach, die sind hier mittendrin. Müsste man quasi jetzt am besten Güterzug machen. Dass man den hier quasi rüber macht. Und dann später dann das mit dem Güterzug macht. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr noch Feedback habt oder irgendwelche Tipps, die ihr mir noch geben könnt, ja, lasst es mich wissen. Und dann vielen Dank. Euer Underwater Frank. Tschüss.